herzliches Willkommen. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023. Ich wünsche euch einen schönen Pfingstmontag und wir schauen uns an heute, was wir so astrologisch haben. Wir haben ja immer noch diese Verbindung Sonne in Zwilling mit Saturn in Fische. Bedeutet, in den nächsten Tagen sollte man seine Gefühle sortieren. Und man sollte nicht zu sehr nach außen gehen. Man sollte erst, wenn man das für sich geklärt hat, nach außen gehen. Wir haben an diesem Pfingstmontag den Mond auch noch in der Jungfrau bis kurz vor 5 heute Nachmittag. Dann wechselt der Mond in die harmonisierende diplomatische Waage. Das kann allerdings auch ein bisschen unentschlossen machen, also keine weitreichenden Entscheidungen, wenn es geht. Wir haben, wie gesagt, die Sonne in den Zwillingen. Wir haben den Mars im Löwen. Das ist kämpferisch, durchsetzungsstark, aber man sollte eben auch berücksichtigen, dass die Venus sich im Krebs befindet und damit sehr sensibel macht, einen selbst und auch die anderen, zumal ja auch Saturn so seinen Tribut fordert. Und dann haben wir natürlich Neptun auch in den Fischen. Wir haben den Pluto im Wassermann rückläufig. Merkur und Uranus sind im Stier und auch Jupiter. Bedeutet, schön langsam machen, eins nach dem anderen gut überlegen, nichts überstürzen, sondern lieber bedacht und langfristig denkend vorgehen und dann ist man auf der sicheren Seite. Also geht's langsam an, schauen wir uns das jetzt mal in den Karten an, was wir für die einzelnen Sternzeichen haben. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023 mit Sonne in Zwillingen. Wir haben den Mond in der Jungfrau bis ja, kurz vor 5 Uhr heute Nachmittag. Dann wechselt der Mond in die Waage. Harmonisierend, diplomatisch, aber auch ein Stück weit unentschlossen. Wir haben Mars im Löwen, wir haben Jupiter natürlich im Stier, genauso wie Merkur und Uranus. Und wir haben die Venus im Krebs, wir haben Saturn und Neptun in den Fischen. Sonne in Zwillinge und Saturn in den Fischen vertragen sich ja nicht so gut und sorgen dafür, dass vielleicht auch einiges nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also vorsichtig vorgehen, langsam machen, ja, nicht zu drastisch fordern oder ähnliches, lieber wirklich überlegen und abstimmen. Wir haben die Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang. Das ist die Schützenergie, sehr positiv. Bedeutet, bevor ich etwas tue, müssen die beiden sich einig sein. 5 der Stäbe kann Nervosität, Unruhe, vielleicht auch Unzufriedenheit ein Stück weit hervorrufen. Man sollte sich nicht in unnötige Streitereien bringen. Man sollte versuchen, den Ball flach zu halten. Wir haben positive Entwicklungen mit der Sonne. Die Sonne in den Zwillingen fördert ja die Kommunikation, auch wenn es ein bisschen unruhig daherkommen kann. 10 der Stäbe, es gibt noch einiges zu tun. Damit solltest du dich natürlich beschäftigen, was jetzt noch ansteht. Vielleicht die Vorbereitung für morgen und so weiter. Also am besten es heute ruhig angehen lassen. Das, was zu tun ist, erledigen, eins nach dem anderen, sich positiv miteinander auseinandersetzen, also Gespräche führen, dann eben auch die Aufgaben erledigen und genießen. Wir haben noch einen Feiertag und den sollte man eben auch genießen und langsam machen, ja, damit man dann eben die nächsten Tage eben auch gut durch die Zeit kommt. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch einiges zu erwarten. Vieles funktioniert nicht so, wie man das gerne hätte. Man sollte deswegen eben einen klaren Kopf bewahren, freundlich bleiben, sich entgegenkommen und natürlich gut überlegen. Ich wünsche dir noch einen schönen Feiertag und wenn du magst, dann sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023. Es ist auch der Pfingstmontag und du hast wahrscheinlich noch einen schönen Feiertag vor dir. Was erwartet den Stier heute? Naja, wir haben die Sonne in den Zwillingen. Das sorgt für gute Kommunikation, kann noch ein bisschen viel werden. Wir haben den Mond in der Jungfrau, planmäßiges, gut organisiertes Vorgehen, ganz in deinem Sinne. Natürlich ist Jupiter in deinem Sternzeichen, der dir vieles erleichtert. Merkur fördert die Kommunikation, Uranus Veränderungen.
Wir haben die Venus im Krebs, sehr fürsorglich, liebevoll, aber auch empfindsam. Den Mars im Löwen, der kämpferisch nach vorne möchte, Dinge umsetzen möchte und realisieren möchte. Pluto ist im Wassermann weiterhin rückläufig. Hoffentlich kommen da keine großen Streitigkeiten auf. Man muss halt vorsichtig vorgehen. Ja, ich denke mal, es geht darum zu genießen, nicht zu hastig vorzugehen, sich vorbereiten für die nächste Woche. Also es ist ja die nächste Woche, aber für die Tage danach. Denn wir haben mit Sonne und Saturn eben eine Energie, die sich nicht so gut verträgt. Die Sonne im Zwilling, der Saturn in den Fischen. Man sollte Gefühle klären, aber man sollte eben nicht zu hastig und zu unüberlegt vorgehen. Wir schauen mal, was wir für den Stier haben. Diszipliniert, das passt zu dir, du gehst auch diszipliniert ran, hast die innere Kraft, auch wenn du, sagen wir mal, Sorgen hast, dich um Dinge kümmerst natürlich, am besten auch darüber sprichst mit deinen dir nahestehenden Menschen, mit der Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge füreinander, für die Sache, dass man sich eben dafür einsetzt, die Dinge aus der Welt zu schaffen, die zu tun sind oder die eben nicht so gut laufen. Wir haben die Neun der Münzen, das ist Unabhängigkeit, Freiheit, das ist Selbstständigkeit, aber auch die Selbstfürsorge, ja, dass man nicht nur sich um die anderen kümmert, sondern auch um sich selbst, sich genügend ausruht und eben den nächsten Schritt überlegt. Mit Disziplin, Sorgen aus der Welt schafft gemeinsam und dann eben auch überlegt, was kann ich tun, damit die Dinge für mich nächste Woche oder in den nächsten Tagen rundlaufen. Dass es auch kurz vor einem Durchbruch stehen, die 10 der Münzen erreichen, aber nur mit planmäßigem Vorgehen, mit Ruhe, Gelassenheit. Wir haben auch kurz vor 5 dann auch den Wechsel des Mondes in die Waage. Waage-Energie ist ausgleichend, harmonisierend und diplomatisch, aber leider manchmal auch etwas unentschlossen. Aber trotzdem, lass dir genügend Zeit mit deinen Entscheidungen auch in den nächsten Tagen. Ich wünsche dir einen zauberhaften Pfingstmontag. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023. Ja, wir haben noch Pfingstmontag, das ist sehr schön, man kann das noch genießen. Wir haben die Sonne im eigenen Zeichen, das bestärkt dich. Der Mond ist in der Jungfrau, etwas ja pragmatisch, gut planen, gut vorbereiten. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Das wechselt erst gegen kurz vor 5 heute Abend, dann geht der Mond in die Waage. Das ist auch diplomatisch vorgehen, harmonisierend, aber eben ein bisschen unentschlossen. Da sollte man auch nichts irgendwie aus der Laune heraus entscheiden. Das ist wichtig. Wir haben Jupiter, Merkur und Uranus im Stier. Da geht es auch darum, langfristig vorzubereiten, zu planen, nicht so kurzfristig zu machen. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig. Das kann ein bisschen Energie ziehen und auch vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen fehlt. Dann haben wir natürlich noch Neptun in den Fischen, der auch gefühlsmäßig irritiert. Der Saturn in den Fischen sorgt aber dafür, dass du dir über deine Gefühle klar wirst. Darum solltest du dich auf jeden Fall bei Zeiten kümmern. Ja, dann haben wir die Venus im Krebs, sehr sensibel. Und den Mars im Löwen, der natürlich auch so ein bisschen fordert, dass man vorangeht, aber eben gut überlegt. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Zwillinge an diesem Montag haben. Geselligkeit, miteinander. Dann haben wir Klarheit und Wahrheit, Erkenntnisse. Man gewinnt daraus irgendwelche Neuigkeiten und ja, vielleicht auch schöne gemeinsame Zeit. Wir haben nämlich zwischen ja, der Sonne in deinem Zeichen und dem Saturn in den Fischen, die behakeln sich so ein bisschen. Dieses forsche Vorankommen gegenüber dem sich nach innen richten und die Gefühle sortieren. Aber wir haben liebevolle Energien, liebevolles Miteinander umgehen und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Liebevolle Worte, denke ich auch, dass man eben auch seine Gefühle äußert und jemandem zeigt, wie sehr man ihn oder sie schätzt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wichtig ist, dass man weiß, was man auch empfindet. Und das dann eben auch rüberbringen kann, zeigen kann. Ja, Freundlichkeit schadet auf gar keinen Fall. Das Miteinander kann sehr harmonisch gestaltet werden und auch die Gespräche können sehr schön verlaufen an diesem Montag. Das solltest du nutzen, da solltest du dir vielleicht auch Wissen aneignen oder vielleicht auch Dinge klären, aber in aller Ruhe, sehr sensibel bitte auch und liebevoll aufeinander zugehen. Dann wird das ein schöner, schöner Tag für dich. Das wünsche ich dir und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Montag, 29. Mai 2023, dem Pfingstmontag, noch ein Feiertag. Ich hoffe, den genießt du auch. Wir haben die Sonne in den Zwillingen. Das kann ein bisschen für Unruhe sorgen. Man wird schnell abgelenkt oder viele Leute rufen an oder wollen was von einem. Der Mond ist in der Jungfrau. Pragmatismus, gute Planung, gute Vorbereitung, gut organisiert sein. Wechselt kurz vor 5 heute Nachmittag in die Waage. Da ist so ein bisschen Ausgleich, harmonisierend drin, aber eben auch Unentschlossenheit. Man kann sich nicht so leicht für etwas entscheiden. Ja, zudem haben wir natürlich die Venus im eigenen Zeichen. Das ist sehr schön. Da kannst du familiär genießen, dich so richtig wohlfühlen. Das solltest du auch. Jupiter im Stier, Merkur im Stier und Uranus im Stier sorgen auch für harmonische, ruhige und entspannte Momente. Auf jeden Fall. Der Mars im Löwen kann natürlich auch so ein bisschen herausfordernd wirken. Und dann haben wir noch, eine Herausforderung zwischen der Sonne im Zwilling und dem Saturn in den Fischen. Dieser Saturn in den Fischen möchte nach innen gehen, die Gefühle klären, und die Sonne im Zwilling möchte nach außen gehen. Also man sollte sich überlegen, worüber man spricht, und dass man eben sehr vorsichtig vorgeht und auch seine eigene Sensitivität hinzuzieht, um zu überprüfen, ob man gewisse Dinge ansprechen sollte oder lieber nicht. Ein bisschen Vorsicht schadet nicht, ja, und wir wollen ja auch nicht hier da einen Streit vom Zaun brechen. Wir haben positive Entwicklung. Sonne ist gute Stimmung, gute Energie. König der Münzen ist Stabilität und Sicherheit, aber auch Dankbarkeit und Demut für das, was man hat. Der Ritter der Münzen bedeutet Geduld haben, eben auch mit sich selbst und auch mit den Ereignissen oder mit den Personen um einen herum. Ich sagte ja, dass man eben ein bisschen vorsichtig, sensitiv vorgehen sollte, nicht zu hastig und auch nicht versuchen sollte, auch als Krebs nicht, irgendwas jetzt krampfhaft umzusetzen. Der Gehängte bedeutet zuschauen und lernen, also beobachten und lernen. Du mit deiner Intuition kriegst das wunderbar hin. Neptun ist ja auch in den Fischen und sorgt auch für sensible Atmosphäre, vielleicht auch verträumt, durchaus möglich, warum nicht? Und man geht aufeinander zu, man versteht sich, man fühlt sich einfach wohl, so wie es aussieht. Und da kann man Geduld aufbringen. Und du als Krebs nimmst die Dinge nicht zu persönlich, dann wird das auch gut gelingen. Ich wünsche dir einen schönen Pfingstmontag. Und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute beim Montag, 29. Mai 2023. Das ist auch der Pfingstmontag. Ich hoffe, du hattest ein schönes Pfingstwochenende und genießt auch den Feiertag heute noch. Wir haben die Sonne in den Zwillingen, das fördert die Kommunikation. Der Mond ist in der Jungfrau, Planung, Vorbereitung. Auch ein bisschen Kritik, Freude ist da drin, aber vielleicht kann man einfach genießen. Wir haben ja auch Jupiter, Merkur und Uranus im Stier, da geht es eben langsam zu. Man kann Dinge vorbereiten und planen, aber man macht sich da keinen Stress. Man möchte ja schließlich auch genießen. Der Mars im eigenen Zeichen kann dich natürlich herausfordern, dass du das Gefühl hast, irgendwas zu verpassen oder du müsstest jetzt unbedingt was umsetzen. Sei da bitte vorsichtig, tolerant und ein bisschen sensibel, was deine Mitmenschen betrifft. Wir haben, wie gesagt, auch ja die Energie des Stiers. Da geht es eben um Verlässlichkeit und eben auch langfristiges Planen. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig. Auch der entzieht ein bisschen Kraft. Die Kommunikation ist gut, aber wir haben auch eine schwierige Energie zwischen der Sonne in Zwillinge und Saturn in den Fischen. Da will man auf der einen Seite gefühlsmäßig klären für sich selbst. Das ist auch so ein bisschen Alleinzeit. Und auf der anderen Seite kommunizieren oder viele Leute ja, möchten mit einem in Kontakt treten. Da muss man ein gesundes Maß finden. Schauen wir uns an, was wir für den Löwen am heutigen Montag haben. Freundliches Entgegenkommen, das ist ja schon mal sehr gut. Da ist das Gefühl, was an die Oberfläche drängt und was bearbeitet werden möchte. Und da ist die 10 der Münzen. Das bedeutet Stabilität und Sicherheit. Und das, was dich hier bewegt, ja, da solltest du dich heute auf jeden Fall drum kümmern. Da solltest du dir ruhig ein bisschen Zeit nehmen, dich selbst ein bisschen zu ergründen. Wir haben auch mit der Venus in Krebs eine sensible Zeit, auch mit Saturn und Neptun. Schau ruhig nach, was in dir so vorgeht, ganz unvoreingenommen und ganz wertfrei. Stabilität und Sicherheit ist auch die Dankbarkeit dafür, was man hat. Jetzt geht ja kurz vor 5 eben auch der Mond in die Waage und wir haben Gerechtigkeit, die Waage-Energie des Ausgleichs, ja.
dass man einen Ausgleich schafft zwischen zum Beispiel Privatleben und Beruf oder zwischen dem Bedürfnis, etwas umzusetzen und natürlich auch der Gefahr, dass man dabei Fehler machen kann, dass man gesundes Maß findet, Dinge umzusetzen, indem man eben nochmal schaut, ob man nichts übersehen hat. Wenn du ein flaues Gefühl hast, deine Intuition irgendwie was anmeldet, dann solltest du dem heute nachgehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Pfingstmontag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute beim Montag, 29. Mai 2023. Ja, wir haben Pfingstmontag und ich hoffe, du hattest auch bisher schon ein schönes Pfingstwochenende und genießt diesen freien Tag erneut. Die Sonne befindet sich in den Zwillingen, fördert die Kommunikation, kann aber bisweilen auch ein bisschen viel werden. Der Mond im eigenen Zeichen beruhigt, gibt dir eine gewisse Stabilität und Sicherheit, auch in Form von Planung, Vorbereitung und Organisation. Kurz vor 5 wechselt er in die Waage. Da ist man eben auch diplomatisch und harmonisierend unterwegs, aber es kann auch sein, dass man sich einfach nicht für etwas entscheiden kann. Ja, dann haben wir die Venus im Krebs, sehr empfindsam, sehr gefühlvoll, sensitiv und intuitiv. Das kann dich natürlich auch betreffen. Wir haben ja auch den Neptun in den Fischen, der deine Gefühle so ein bisschen ja, beeinflusst. Und Saturn ist ja auch noch da, der möchte, dass du deine Gefühle regelst, also dir klar darüber wirst, wo du gefühlsmäßig stehst. Das ist ganz schön viel Gefühl momentan, aber es ist wichtig, dass du dich darum kümmerst. Der Mars ist im Löwen, macht kämpferisch, fordernd und vielleicht auch ein bisschen stur. Das geht aber auch mit der Stierenergie, die im Jupiter, im Merkur und im Uranus steht, die dann so ein bisschen auf Dinge beharren kann. Das solltest du vermeiden. Lieber zuhören, lernen, beobachten, natürlich sich austauschen mit der Sonne in Zwillinge, aber die hat eben auch mit Saturn so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Denn auf der einen Seite kommunizieren und auf der anderen Seite Gefühle klären ist schwierig. Man sollte erst das eine und dann das andere tun. Was haben wir heute für die Jungfrau? Informationen sammeln oder weitergeben, langsam machen. Ja, mit dem Page der Münzen sollte man langsam machen. Und nicht zu viel Ehrgeiz. Das ist der Teufel, die Steinbock-Energie. Man möchte vielleicht zu viel, man hat zu hohe Erwartungen. Auch das kann eben mit dem Mars im Löwen vorkommen, dass man zu viel Ehrgeiz entwickelt in eine bestimmte Richtung oder in der Durchsetzung von irgendwelchen Vorstellungen. Sei da bitte erstmal neutral, schau es dir an. Ja, und wenn du das verspürst, überlege dir, was dein Bauchgefühl dazu sagt, welche Wünsche du hast und ob die wirklich so realisierbar sind. Du kennst das, man hat Wünsche und Träume, aber die sind meistens in der Realität so nicht 1:1 erreichbar oder umsetzbar. Und deswegen ist es wichtig, da ein bisschen runterzuschalten, nicht zu viel auf einmal und natürlich auch entsprechend nicht zu dramatisch reagieren, zu gefühlvoll, ja. Da ist so ein bisschen der Gefühlüberschuss. Ich denke, auch mit Neptun in den Fischen kannst du ein bisschen hypersensibel sein. Wenn du das feststellst bei dir, dann versuche das zu relativieren und wie gesagt auch mit anderen vorsichtig umzugehen, dass du, wie gesagt, jetzt nicht zu schnell irgendwie auf die Palme gehst oder so. Mach langsam. Ja, erst die Informationen sammeln, langsam machen und die Gefühle, denke ich, ist wichtig, im Zaume zu halten. Ich wünsche dir aber einen zauberhaften Pfingstmontag. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Pfingstmontag, 29. Mai 2023. Ich hoffe, auch du hattest ein schönes Pfingstwochenende und genießt auch diesen freien Tag. Wir haben die Sonne in den Zwillingen. Das fördert natürlich die Kommunikation. Das ist sehr schön, kann aber auch bisweilen ein bisschen viel werden. Also wenn zu viele Leute anrufen oder man vielleicht zu viel los ist einfach oder sich zu viel vornimmt, kann das in Stress ausarten. Der Mond ist in der Jungfrau, bedeutet, dass man gut und planmäßig vorgeht, sich gut organisiert. Das ist hilfreich. Kurz vor 5 wechselt der Mond in dein Zeichen. Da bist du Feuer und Flamme, begeisterungsfähig und willst die Dinge angehen. Wir haben den Mars im Löwen und der weckt bei der Waage regelmäßig eben auch ja übergroße Ansprüche oder Vorstellungen, was machbar ist. Man kann sich leicht überfordern oder ein bisschen selbst überschätzen, was die Kräfte betrifft. Die Venus ist im Krebs weiterhin und das bedeutet Sensitivität, sensibles ja, Empfinden, auch bei dir ist das möglich. Und da sollte man doch nicht zu harsch und zu forsch nach vorne drängen, sondern langsam machen.
Jupiter, Merkur und Uranus im Stier sorgen dafür, dass man eben nicht nur kurzfristig irgendwas macht, sondern dass das eben länger Bestand hat. Und da muss man sich ein bisschen in Geduld üben. Das könnte bisweilen für dich als Waage, naja, zur Herausforderung werden. Dann haben wir auf der einen Seite die Sonne in Zwillinge mit der Kommunikation und auf der anderen Seite den Saturn in den Fischen, der möchte, dass auch du deine Gefühle klärst, dir Zeit nimmst, nach innen zu schauen, wie es dir geht und was du vielleicht ändern möchtest. Schauen wir mal. Auch du hast den Page der Münzen, langsam machen, die Unzufriedenheit ergründen, warum das so ist, woran das liegt und sich um Detailfragen zu kümmern. Das ist eben auch diese Energie mit Stier und so, dass man eben genauer hinschaut und sich überlegt, ja, was ist denn da eigentlich? Was kann ich denn da überhaupt machen? Oder wo sind noch Dinge ungeklärt, noch offen, noch zu regeln? Ja, da solltest du wirklich genauer hinschauen, dich um Detailfragen kümmern oder auch im Zusammenspiel mit anderen das nicht übergehen. Das ist wichtig. Wir haben das Ass der Münzen. Es geht darum, wie ich eben schon sagte, langfristig die Dinge in trockene Tücher zu bringen, ja, daran zu arbeiten. Ja, das sind insgesamt 8 Münzen. Daran zu arbeiten, dass die Dinge eben fortlaufend dich weiterbringen, dass man sich gut organisiert, dass man eben auch die Dinge voranbringt und dass sie mehr oder weniger auch dann laufen, dass man nicht so viel Arbeit da reinsetzen muss. Die Unzufriedenheit kommt wahrscheinlich, weil alles langsamer geht als erhofft. Aber es ist wichtig, dass du die Zeit, die du dadurch gewinnst, damit verbringst, deine Gefühle zu sortieren. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, einen schönen, ruhigen Pfingstmontag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023, Pfingstmontag, wohlgemerkt Feiertag. Und ich hoffe, du hattest bisher schöne Pfingsten und verbringst auch heute einen schönen, harmonischen Tag. Was haben wir für den Skorpion? Die Sonne ist in den Zwillingen. Ist nicht so deine Energie, sehr viel los, sehr viel Kommunikation und macht ein bisschen nervös. Der Mond ist in der Jungfrau, das beruhigt dich wieder ein bisschen, gut organisieren, gut planen, gut vorbereiten. Dann haben wir die Venus im Krebs, auch das ist sehr harmonisch, familiär und fühlt sich gut an. Saturn und Neptun sind in den Fischen auch sehr gefühlvoll, sensitiv. Wir haben natürlich dann auch den Mars in Löwe. Das kann den ein oder anderen dazu verleiten, jetzt alles irgendwie umsetzen zu wollen und schnell, schnell zu machen. Das funktioniert aber nicht, denn Jupiter, Merkur und Uranus sind im Stier. Es gilt, langfristig zu planen, nichts zu überstürzen und sich in Geduld zu üben. Ich weiß, das ist schwierig, auch für einen Skorpion, aber es ist wichtig, gut zu überlegen, bevor man etwas in Gang setzt. Pluto im Wassermann ist rückläufig und damit sollte es nicht zu großen Streitigkeiten kommen. Aber Saturn und die Sonne, Saturn in Fische, Sonne in Zwilling, verstehen sich auch nicht so gut. Das kann herausfordernd sein und die Dinge funktionieren einfach nicht so gut, weil auf der einen Seite die Kommunikation da ist und auf der anderen Seite eben auch ein bisschen Alleinzeit, ja, gefordert wird, dass man über seine Gefühle sich klar wird. Was haben wir jetzt für den Skorpion? Ja, da ist die Nervosität mit den 5 der Stäbe, die Königin der Kelche, die Venus in Krebs, also das kann sich gut austarieren. Die 5 der Kelche kann bedeuten, dass du über ein paar Dinge sauer bist, die du nicht beeinflussen kannst, aber du kannst natürlich mit dem arbeiten, was dir zur Verfügung steht. Was wichtig ist, ist, dass du dich nicht überforderst. Die 9 der Stäbe bedeutet, dass du eben jetzt nicht die Geduld verlieren sollst und versuchen willst, mit aller Macht irgendwas umzusetzen, durchzusetzen oder irgendwie dir Klarheit zu verschaffen. Es gilt, Geduld zu haben, zu beobachten, Sensitivität einzusetzen und natürlich deine Intuition, dein Bauchgefühl. Also versuche eben auch mit den Leuten in deinem Umfeld, deinen Vertrauten zu sprechen, dir auch mal so ein bisschen Ruhe zu gönnen. Das wäre wichtig, damit du eben für die nächsten Tage auch Kraft hast, denn diese Energie wird noch ein bisschen andauern mit Saturn und der Sonne in Zwillinge. Wir haben ab kurz vor 5 auch den Mond in der Waage. Das wirkt auch ein bisschen ausgleichend, aber auch ein bisschen unentschlossen. Also du musst jetzt auch nichts Großartiges entscheiden. Wichtig ist, dass du auf deine Kräfte achtest, dass du dich auch ein bisschen zurücklehnst und dich nicht nervös machen lässt, sondern genießt. Ich wünsche dir einen schönen Pfingstmontag. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023. Das ist auch Pfingstmontag. Und ich hoffe, du hattest bisher schon schöne Pfingsten und genießt diesen freien Tag noch zusätzlich. Was haben wir? Die Sonne in den Zwillingen fördert die Kommunikation. Der Mond in der Jungfrau sorgt für gute Organisation, Bereitschaft, sich auch in Dinge hineinzuversetzen. Wir haben dann ab kurz vor fünf den Mond in der Waage, Ausgewogenheit, Harmonie, Diplomatie, aber eben auch Unentschlossenheit. Dazu haben wir den Mars im Löwen, das stärkt dich natürlich, macht dich durchsetzungsstark, aber es ist auch eine sensible Energie am Werke. Man sollte nichts überfordern oder sich auch nicht überfordern. Da ist ja auch noch Neptun in den Fischen, der deine Gefühle auch so ein bisschen irritiert. Wir haben die Venus im Krebs, das ist sehr sensitiv, sehr gefühlvoll und sehr intuitiv. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig, da ist nicht so viel Kraft da. Dann haben wir auch natürlich mit Saturn und der Sonne im Zwilling eben auch eine Energie. Auf der einen Seite möchte man alles kommunizieren und miteinander sich austauschen. Auf der anderen Seite braucht man Zeit für sich, seine Gefühle zu klären. Also das kann ganz schön hin und her gehen. Versuche, ein gesundes Maß einzuhalten, dich nicht zu überfordern, sondern gemäßigt vorzugehen. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. Was haben wir für den Schützen? Da haben wir die Acht der Münzen, das, woran du arbeitest. Freundlichkeit, Entgegenkommen, ja, vielleicht auch Unterstützung. Königin der Münzen, du bist also ganz pragmatisch. Jupiter ist ja auch im Stier. Es geht um langfristige Planung, langfristiges Arbeiten. Ich glaube, da bist du dabei. Und dann haben wir die Liebenden. Also auch sehr gefühlvoll. Du bist auch sehr sensitiv, intuitiv vielleicht auch. Du weißt, wo es sich lohnt, sich einzusetzen. Und da bringst du der Sache und dem, was du tust, auch viel Liebe mit rein. Wichtig ist, langsam machen, gut überlegen, möglichst auch, Hälfte, Gefühl, Intellekt, ja, dass man eben auch Zeit hat zu regenerieren und auf der anderen Seite auch so ein bisschen was schafft, was man schaffen möchte. Vielleicht auch Klärungen, ne, Vorbereitung für den Job oder so. Und dann, dass man eben auch mit sich zufrieden ist. Aber auf der anderen Seite darf man sich auch mal ruhig eine kleine Phase, ja, gönnen, wo man drüber nachdenkt, wie man weiter vorangehen möchte, was einem am Herzen liegt und wie man das umsetzen kann. Keine überstürzten Handlungen, das sieht gut aus. Und da wünsche ich dir eben auch einen schönen Pfingstmontag. Und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Montag, 29. Mai 2023, Pfingstmontag. Und ich hoffe, auch du hast dich erholt an diesem Wochenende und tust das heute an diesem Feiertag erneut. Wir haben die Sonne in Zwillinge, das fördert Kommunikation. Der Mond in der Jungfrau fördert gute Organisation, Vorbereitung und eben auch Planung. Wir haben Jupiter und Merkur und auch Uranus im Stier, ganz in deinem Sinne. Langsam machen, viele Dinge fallen leichter. Man sollte nur eben auch ein bisschen achtsam vorgehen. Das heißt, nicht einfach so seinen Willen umsetzen, ein bisschen stur sein, sondern eben auch auf die Mitmenschen achten, denn die Venus ist im Krebs und fordert eben auch, dass man sich um das Familiäre, um das Umfeld, um die Mitmenschen ein Stück weit schert. Wir haben den Saturn in den Fischen und auch den Neptun. Wir haben den Pluto im Wassermann rückläufig, wir haben den Mars im Löwen. Da kann schon mal so ein bisschen hin und her zwischen gefühlvoll, sensitiv, überempfindlich und durchsetzungsstark und auch ein bisschen Sturheit miteinander ringen. Zumal auch die Energie zwischen der Sonne in Zwillinge und dem Saturn in den Fischen gegeneinander geht. Also auf der einen Seite möchte man miteinander reden, auf der anderen Seite muss man seine Gefühle oder sollte man seine Gefühle ein bisschen in Einklang bringen. Da braucht man ein bisschen Alleinzeit für. Schauen wir uns an, was wir für den Steinbock heute haben. Die Dinge laufen gut, das ist schön mit der Herrscherin. Dann haben wir die Illusion, Neptun in den Fischen oder eben hohe Erwartungen. Und da haben wir die Waage-Energie. Ab kurz vor fünf ist der Mond ja auch in der Waage, aber die macht eben auch ein bisschen unentschlossen. Es kann sein, dass man sich zu viel vornimmt, ja, dass man einfach zu viel auf der Pfanne hat und irgendwie nicht so wirklich weiß, wie man das alles schaffen soll. Ausgleich schaffen bedeutet entweder Kompromisse finden, Prioritäten setzen, andere mit ins Boot holen, mit anderen sprechen, Vorschläge annehmen oder eben auch austauschen. Der Turm sagt, Platz schaffen für Neues,
sich bitte nicht zu viel vornehmen, schön langsam machen, sich nicht immer permanent zu überfordern, sondern eben auch Altlasten loswerden. Und das betrifft natürlich auch den Gedankengang, die Gefühle zu bereinigen mit Saturn. Also natürlich möchte man sich mit anderen austauschen, aber das passiert natürlich besser dann, wenn man mit sich schon im Reinen ist, ja, man die Gefühle für sich geklärt hat. Hier sind Luftschlösser, hier sind wie gesagt hohe Erwartungen und wenn man da eben auch zu viel auf einmal möchte oder vielleicht auch einfordert, dann kann das schief gehen. Deswegen Gemach, Gemach, geduldig, langsam und eben auch kompromissbereit, gefühlvoll, sensitiv, ja. Es kann auch sein, dass du einfach, weil Dinge nicht so klappen, wie du möchtest, dass du dann schlechte Laune bekommst. Also relativiere das, relativiere die Dinge und dann läuft das auch viel besser. Ich wünsche dir einen schönen Pfingstmontag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Montag, 29. Mai 2023. Ja, ich hoffe, du hattest ein schönes Pfingstwochenende. Das gilt ja heute auch noch. Wir haben ja noch Pfingsten und du genießt den freien Tag und lehnst dich ein bisschen zurück. So, wir haben den Pluto im Wassermann, der dir ein bisschen Kraft entzieht. Die Sonne ist in den Zwillingen, fördert die Kommunikation, neue Kontakte. Der Mond ist in der Jungfrau, bedeutet, man kann gut planen, gut vorbereiten, aber man sollte das alles in Ruhe machen. Die Venus befindet sich im Krebs, macht sensitiv, gefühlvoll, auch dich natürlich, aber eben auch das Umfeld. Man sollte da vorsichtig vorgehen. Neptun und Saturn sind ja auch in den Fischen, das fördert das Miteinander. Dann haben wir den Mars in Löwen, der kann dich so ein bisschen, naja, unstet machen, dass du jetzt auf einmal schnell irgendwas machen willst. Das solltest du nicht tun, denn Jupiter, Merkur und Uranus sind im Stier und wollen eben nicht den schnellen, kurzfristigen Erfolg, sondern den langfristigen, gut vorbereiteten und geplanten Erfolg. Das sind so zwei Seelen in einer Brust, die da schlagen, wo man auf der einen Seite langsam machen soll und auf der anderen Seite die Geduld verliert. Dann haben wir auch noch eine schwierige Energie zwischen Sonne in Zwillinge und Saturn in den Fischen. Auf der einen Seite nach außen gehen, Kontakte knüpfen, sich austauschen und auf der anderen Seite Gefühle klären. Nimm dir bitte genügend Zeit, deine Gefühle mit dir alleine zu klären und geh dann raus und sprich mit den anderen, nicht umgekehrt, weil das könnte sonst zu Verwirrung führen. Ja, schauen wir uns an, was wir heute für den Wassermann haben. 4 der Münzen. Festhalten an etwas. Es ist auch Bescheidenheit oder Geld zusammenhalten. Ja, Vorlieben, die Liebenden ist eine Entscheidung aus dem Gefühl heraus, aber die will gut überlegt sein. Also du denkst über etwas nach, was dir im Herzen liegt und das sollte eben auch gut überlegt sein. Oder aber, dass du das mit deinen engen Freunden, Familienmitgliedern oder so besprichst. Das ist auch möglich. Gedankenaustausch, aber in aller Ruhe, ja, weil dir etwas sehr am Herzen liegt. Und dann haben wir die Transformation, die Veränderung. Diese Veränderung kann durchaus in der nahen Zukunft stattfinden, wenn du dich dazu entschließen solltest. Aber das will gut überlegt sein. Wie gesagt, Gefühl und Intellekt und Handlung, das muss eben in Einklang sein. Du musst mit dir selber im Reinen sein, bevor du dann die nötigen Veränderungen, dann auch vornehmen kannst. Ja, und dann funktioniert das auch. Also mach schön langsam, lass dich nicht beunruhigen und vor allen Dingen überstürze nicht, sondern überlege gut. Gefühl und Intellekt sollten sich einig sein und dann wird das auch zum Erfolg führen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, einen schönen Pfingstmontag noch und dann sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische, wir sind bei Montag, 29. Mai 2023, Pfingstmontag. Ja, ich hoffe, du hattest auch ein schönes Wochenende, Pfingstwochenende und genießt das heute auch noch. Wir haben zwiespältige Energien. Wir haben auf der einen Seite natürlich Neptun und Saturn in deinem Zeichen, Venus im Krebs, sehr gefühlvoll, sensitiv und intuitiv. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Kommunikation mit Sonne in Zwillinge. Wir haben den Mond in der Jungfrau-Erdenergie. Gut geplant, gut vorbereitet vorzugehen, was nicht schlecht ist. Das wechselt gegen kurz vor 5 heute Nachmittag in die Waage. Da ist man ein bisschen unentschlossen, aber doch diplomatisch. Wir haben Jupiter, Merkur und Uranus im Stier. Das ist eine gute Energie, nichts zu überstürzen, langsam vorzugehen, eben auch langfristig die Dinge anzugehen, Fehler zu vermeiden, klar. Der Mars im Löwen kann dich oder auch andere dazu herausfordern, irgendwie was jetzt schnell und
eben mal aus dem hohlen Bauch herauszumachen, das sollte man nicht machen, man sollte sich darüber klar sein. Der Saturn fordert ja auch, dass man seine Gefühle klärt, während die Zwillinge-Sonne natürlich will, dass man kommuniziert und mit anderen spricht, aber man sollte erst die Gefühle geklärt haben und dann mit anderen sprechen. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Pluto ist im Wassermann rückläufig, kann den einen oder anderen auch ein bisschen Energie kosten, aber man sollte jetzt natürlich nichts übers Knie brechen. Was haben wir jetzt für die Fische? Ja, die Gruppe, das Team, ne, das ist wichtig, das Kollektiv. Bisschen Nervosität mit den Zwillinge-Energien und dann haben wir Fairness. Man geht fair miteinander um, man versucht sich so ein bisschen auch aufeinander einzustellen. Und ich denke auch, es ist wichtig, dass jeder für sich auch weiß, wo er oder sie steht, was er oder sie möchte, ne, dass man dann eben auch gemeinsam an den neuen Zielen oder an den schon geplanten Zielen arbeitet und sich dann unterhält. Das war das, was ich eben gesagt habe. Es ist besser, du hast das für dich persönlich vorher geklärt, das heißt ein bisschen Zeit mit dir alleine verbracht und gehst dann in die Gruppe oder die Familie und klärst das dann mit deinen Lieben oder Freunden, wie auch immer, oder Partnerschaft, was da zu klären ist. Also immer erst bei sich anfangen, die Dinge bereinigen oder sich darüber klar werden, wie man dazu steht. Und dann kann man miteinander auf faire Art und Weise kommunizieren und die nötigen Kompromisse finden füreinander, sich gegenseitig entgegenkommen. Wie gesagt, in der Kommunikation muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn durch die Krebsenergie kann der eine oder andere ein bisschen überempfindlich sein. Das kann auch dich betreffen natürlich. Aber wenn man vorsichtig ist und das gut geklärt hat für sich, sollte man zu einem positiven Ergebnis kommen. Das wünsche ich dir von Herzen. Einen schönen Pfingstmontag noch und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder.